So, aloha, ihr hübschen Menschen. Willkommen zu Captain of Industry und herzlich willkommen zu meiner Wenigkeit. So, in der letzten Folge waren wir ja fertig mit der Forschung Eisenerzbau. Und ich würde sagen, dass wir jetzt hier erstmal unsere Liste, die wir hier oben haben, erstmal weiter abklappern. Wir brauchen auf jeden Fall ein Fahrzeugdepot. Das bauen wir natürlich, denn wir müssen auf jeden Fall mehr Fahrzeuge bauen. Darum werden wir nicht herumkommen, egal wie wir es drehen und wenden. Und wir sollen einen kleinen Bagger bauen und nochmal zwei kleine Laster, sobald dieses Gebäude fertig ist. Okay, gut. Das ist doch mal eine Aufgabe. Bergkontrollturm. Ermöglicht die Zuweisung von Baggern und Lastwagen zu bestimmten Bergbaubereichen. Nur ausgewiesene Abbaugebiete im Einflussbereich des Bergbaukontrollturms können abgebaut werden. Alles klar, ich verstehe. So, dann bauen wir jetzt einen kleinen Bagger und zwei kleine Lastwagen. Und weil ich Bock habe, bauen wir auch noch einen großen Holzvollernter, denn ich möchte ein bisschen mehr Holz haben. Erforschen Sie Leuchtfeuer. Das ist ja, warte mal, Forschung ist ja auch wieder komplett auf sich gestellt. Leuchtfeuer. Starkes Licht hilft anderen Flüchtlingen, ihre Insel zu finden und sich ihren anzuschließen. Dies kann ihnen helfen, mehr Arbeiter und zusätzlich etwas Beute zu bekommen. Na denn, machen wir das mal. Ah, da haben wir schon das Eisenrezept. Haben wir denn generell schon Eisen? Nö, das ist schlecht. Das heißt, bevor wir das machen, verballern wir erstmal hier unser verlassenes Kommunikationsstationszentrum, was wir bislang benutzen, um überhaupt Eisenplatten herzustellen, und warten erstmal. Oh, mein Wecker klingelt. Aber das hat jetzt nichts mit dem LP zu tun, keine Sorge. So, wir haben den kleinen Bagger jetzt schon mal gebaut. Der Bagger, der steht da rum. Kann ich den zu... Nee, kann ich nicht. Okay, wir haben aber gleich noch mehr Autos. Diese Autos werden wir auch brauchen. Unabhängig davon brauchen wir wahrscheinlich gleich noch mehr. Bauen Sie einen Bergbaukontroll nahe einer Eisenerzlagerstätte. Weisen Sie ihnen kleine Bagger und kleinen zweimal Lastwagen zu und weisen Sie Bergbaugebiet aus. Okay, das heißt, ich würde behaupten, das ist halt noch das Problem. Ich sehe ja seinen Radius hier gerade nicht. Ich stelle mal eins hier hin. So. Bin mal gespannt, was da daraus wird. So, da wird jetzt noch der nächste Lastwagen gebaut. Sehr schön. Ich würde schon sagen, dass wir da nochmal zwei Stück reinknötern, einfach weil wir es können. Wir brauchen sie eh, unabhängig davon. Siehst du, die fahren auch schon alle los. Also das heißt, es ist hier genügend zu tun. Wie, der hat nur diesen Bereich? Was hier verkippt werden kann. Melde, wenn etwas nicht verkippt werden kann. Bereich erfassen. Okay. Und wenn ich jetzt sage, das hier noch, oder geht das nicht? Okay. Dann sage ich Ihnen das. So, und dann weise ich Ihnen jetzt einen Bagger zu und zwei Lastwagen, wenn ich das richtig. Bergbau nahe einer Eisenerz. Ich befürchte aber, dass wir Eisenerz, dass wir das gar nicht, dass das gar nicht richtig ist, was ich hier gerade mache. Ja, irgendwas mache ich falsch. Lass mich, Holzvollernter hat keinen zugewiesenen Lastwagen. Bergbaukontrollturm hat kein Bergbaugebiet in diesem Bereich. Naja, ich befürchte, dass das ist. Oder eben das hier. Aber warte, das können wir ja austesten, indem ich einfach sage, hier. Oder hier. Hier.
Sagt er jetzt was? So, der braucht auch zwei Lastwägelchens. Wir sind eh gerade auf Pause, merke ich gerade. Da macht er auch nichts, alles klar. Vielleicht muss ich ihnen ja auch noch sagen, dass er was abbauen soll. Das kann natürlich absolut sein. So, wir sagen, dass hier zwei Wagen noch mit ran sollen. So, das heißt, es wird auf jeden Fall... Ist unser Holzlager schon wieder voll? Oh, ja. Ja, Moment. Wir hatten doch ein Lager, oder nicht? Ach, das ist dann instant verbunden auch. Finde ich gut. Weil das wird dann auch nochmal Holz werden. So, ich muss jetzt nochmal gucken. Also, wir wollen ja etwas abbauen. Bergbaugebiet. Ah, guck mal einer hin. Einige Bergbaugebiete finden sich außerhalb des Wirkungsbereichs der Bergbaukontrolle. Ich habe so das Gefühl, dass das so falsch gedacht ist, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Das hier ist Kohle, oder? Kann das sein? Das ist nicht das, was er will. Und zudem ist das auch gar nicht in seinem Gebiet. Jetzt teste ich hier mal einfach mal aus Jux und Dollerei. Wenn wir das hier so zuweisen, dann fährt er los. Alles klar. Ah, warte, das ist doch falsch. Warte, Keule. Wo fängt denn der an? Also, hier sehe ich ja diese Neigung. Die kann ich ja noch verstehen. Das heißt, wenn ich hier starte, dann sage ich, dass er bullen soll. So, das verstehe ich. Alles gut. Dann soll er das auch mal so machen. Aus der Perspektive gesehen. So, und play. Let's fetz. Aber das ist Erde, ne? Ja. Ah, er fängt natürlich... Naja, ja, alles gut. Ich guck mal erstmal, was passiert. Vor allem, wo packt er denn jetzt Erde hin? Das ist jetzt so meine zweite Frage, bevor wir dann überhaupt richtig Eisenerz kriegen. Boah, die haben natürlich einen scheiß weiten Weg, ne? Ah, auch dahin. Alles klar. Wo war Abfall? Oder haben wir das deklariert? Anscheinend nicht. Oder es gilt halt für alles. Das kann natürlich auch sein. Aber ich weiß jetzt schon, dass wir noch viel mehr Fahrzeuge brauchen. viel mehr. Vor allem bis der da angekommen ist, da vergehen ja... Können wir auch zwei Bagger zuweisen, damit wir ein bisschen mehr Progress haben? Ja, wir können ja noch einen kleinen bauen. Mitarbeiter haben wir ja genug. Von da aus passt das ja erstmal. So, wir haben keine Forschung aktiv. Das ist immer schlecht. Ziegelproduktion. Einfache Dieselherstellung. Kapitänsbüro. Aha. Kraftstoff sparen. Oh, das klingt sinnvoll. Das machen wir mal. Okay, wir sehen, ja, der mischt alles. Alles klar. Farm konnte nicht alle Kartoffeln nach der Ernte ertragen. Oh, es hat nicht oft genug geregnet anscheinend auch. Und vor allem auch die Fruchtbarkeit wird immer weniger. Eieieiei, das dauert ziemlich lange, muss ich sagen. Sobald wir einen Bagger haben, der ist ja bald fertig, dann werden wir den auch noch zusätzlich mit rankarren. Wir machen jetzt schon mal 4. Weil, guckt euch das mal an. Also, dieser Weg ist ja auch extrem viel. So, und sobald der fertig ist, werden wir da gleich
weiter nochmal einen Bagger ransetzen. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall Progress. Auch wenn das ziemlich lange ist, übersehen, weil bis der jetzt wirklich ans Erz kommt, das dauert noch ein bisschen. So, aber wenn wir dann jetzt Erz richtig haben, ach, das macht er dann auch automatisch gleich zu Holz. Das heißt, ich werde gleich nochmal ein bisschen übertreiben. Aber auch nur ganz wenig. Dass wir da Holz lagern können. Weil ich habe ja auch da zwei Fahrzeuge angesetzt. Und wie wir sehen, wenn wir hier nicht noch mehr Lastwagen rankarren, kommen wir nicht hinterher. Sprich, nochmal, zwei Lastwagen ran. Wir bauen natürlich noch mehrere, damit wir hier unsere generelle Produktion nochmal aufrechterhalten. Deswegen baue ich nochmal zwei Stück. So, das heißt, also hier haben wir Progress. Bald kommen wir dann auch endlich mal an unser Erz. Ich hoffe, das ist Eisenerz. Das machen wir gleich. Solange ich kein Eisenerz habe, sehe ich auch keinen Grund, so, ich baue mal noch ein zweites Lager daneben. Und guck mal, was ich da draus wählen kann. Alter Verwalter, ey, guckt euch das an. Guckt euch das an, was die an Stuff wegbringen. Das ist der pure Wahnsinn. Vielleicht habe ich auch den Fehler gemacht, dass ich vielleicht viel hätte näher dran arbeiten müssen. Aber ich wollte ja, wenn, hier diese gesamte Fläche gleich mitnehmen. Vielleicht hätte ich es auch einfach nur eben machen müssen. Vielleicht gar nicht buddeln. Vielleicht war das mein Fehler. Aber andererseits denke ich mir, das ist ja wahrscheinlich auch tiefer. Ne? Aber, na gut. Es ist jetzt, wie es ist. Es ist immer noch Erde. Aber ich würde behaupten, dass wir jetzt so langsam mal an Erz rankommen. Aber hier ist bislang immer noch Erde. Erde, 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 Erde. Und die buddeln und buddeln und buddeln. Eieieiei. Vielleicht bauen wir noch einen dritten Bagger. Ich weiß es nicht. Aber hier geht uns jetzt endlich mal was aus. Und zwar Fahrzeugteile. Interessanterweise. Fahrzeugteile werden produziert. Aber dafür brauchen wir Eisen. Und Eisen, ja, Eisen. Eisen brauchen wir. Und zwar eigentlich noch viel mehr. Wo geht denn er hin? Hat er jetzt keinen Bock mehr? Macht der Pause oder was? Ach, Kraftstofftank. Aha. Die fahren denn bis zum Lager? Lol. Okay. Haben wir denn hier schon Eisen? Nee, Ziegel, Elektronik, Fahrzeugteile, Kupfer, Holz. Okay. Ah, und jetzt geht's wieder weiter, weil er vollgetankt ist. Alles klar, ich verstehe. Oh, oh, oh. Habe ich richtig gesehen? Gestein und was? Ha, da ist doch was weggefahren, Kollege. Da. Das ist Kupfererz. Das ist Kupfererz. Und kein Eisenerz. Ach. Das ist falsch. Ups. Können wir dann was mit Kupfererz machen? Nee, ne? Moment, lass mich mal ganz kurz gucken. Nee, wir brauchen Eisenerz. Scheiße. Gut, dass ich erstmal absolut lost bin. Okay, cool. Entschuldigung. Dann machen wir das mal ganz kurz anders. Bergbaukontrollturm. Ich behaupte mal, dass das hier eher Eisenerz ist. Jetzt. Also, ich gehe jetzt einfach mal strikt davon aus, dass es so ist. Wir bauen nochmal so einen Turm, weisen nochmal die Fahrzeuge zu. Oh Gott. Und ändern dann ganz kurz mal das Prozedere. Oh Gott, ist das schlecht. So, ich würde sagen, wir bauen trotzdem nochmal einen Hochofen. Das kann nicht schaden, denn... Wo
Wo ist denn der Hochofen? Bin ich völlig lost gerade? Ich bin Förderecke, Abfall, Strom, da. Hochofen. Flup. Flup. So. Nee, Leuchtfeuer nicht. Also das wollen wir natürlich auch noch bauen, ja, aber... Montage manuell, nee, nee, nee. Ja, die Rohrleitung auf jeden Fall auch bald. Oh nein, ich hab's falsch rum gebaut, ne? Ja, ich hab's falsch rum gebaut. Können wir das nochmal abreißen? Bitte? Tut mir leid, das war leider falsch rum gebaut. Wo haben wir denn unseren... Bin so lost manchmal. Da, Abfall. Zieht unter Abfall. Alles klar. Macht Sinn. So, also nochmal. Ich gehe nochmal alles durch, weil ihr wisst ja. Wir brauchen einen Hochofen. So, und so in die Richtung ist schon mal generell richtig. Zack. So, das heißt, dann verbinden wir auch hier wieder mit Rinnen. Alter, ich komme hier absolut nicht klar mit der Steuerung, wie ihr seht. Da, Rinnen für die Schmelze. Zack. Nee, nee, du kannst das da schon. Warum verbindest du das nicht automatisch? Hat das einen Grund? Da oben ist es automatisch passiert. Hier nicht. Kannst du das nicht verbunden? Ja, das sehe ich. Die Richtung ändern. Ja, auch da macht er nichts. Wir reißen das nochmal ab. Renne für Schmelze. Muss ich das automatisch drehen? Das musste ich ja vorhin auch nicht automatisch drehen. Das finde ich ja sehr interessant. So, jetzt macht das. Ich bin so ein Keck, Alter. Oh Gott, was ist denn heute los? Halleluja. Irgendwas stimmt heute nicht. So, Moment. Einmal so und einmal so. Man lernt ja, ne? Einmal so. Und einmal so. Dankeschön. Ich hab's geschafft. Guck mal. Man soll sich ja auch loben manchmal. Okay, gut. Wir stellen fest, wir haben keine Möglichkeit. Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz was gucken. Wir haben jetzt natürlich Kupfererz, was natürlich doof ist. Denn Kupfererz... ist ja etwas, was wir nicht als Abfall bezeichnen. Das heißt, Verkippungsgebiet. Kann ich das denn nicht zuweisen? Nee, anscheinend nichts. Aber wir machen hier nochmal ein bisschen breiter. Hab nämlich so den Eindruck, dass wir das irgendwann mal nötig haben. Das heißt, all das, was ich jetzt hier eingesetzt habe, ist komplett useless. Also sprich, weg. Weg. Das heißt, wir sagen hier Bereich festlegen. Hier ist unser Gebiet. Das heißt, Bergbaukontrolle hat kein Bergbaugebiet in diesem Bereich. Sicher? Sag mir nicht, das ist hier kein... Das ist doch was. Oder? Das sieht doch so... strukturtechnisch aus. Lasst mich mal einfach mal... Also hier muss man echt dreimal hingucken, wenn man etwas abernten will, muss ich dazugeben. Oh, das ist ja... So, warte mal. F eben.
So, das heißt, da knallert er rein, ja? Okay. So. Jetzt ist immerhin das hier schon mal weg. Die fahren da schon mal hin. Aber viel wichtiger sind unsere Bagger. Wo sind denn die jetzt schon wieder? Ja. Da, da fahren sie hin. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie da abernten. Eisenerz! Ich glaube, es wird bunt. Wir haben Eisenerz, liebe Leute. Herrlich. Ach, wir können beides anwählen. Ah, ich verstehe. Cool, das heißt, wir produzieren jetzt mit dem Eisenerz, was ja doch denn richtig war, mein Grundgedanke. Ja, fett. Okay. Das heißt, ich werde das jetzt hier aber nochmal ein bisschen ändern. Denn, wie wir sehen, haben wir hier auch ein bisschen Stuff. So. Erstmal das hier so, ne, würde ich sagen. Das müsste jetzt erstmal genug sein. Okay, cool. Das haben wir. Das heißt, das können wir einsammeln. Verarbeiten Sie Eisenerz. Da sind wir jetzt auch mit bei. Und weisen Sie dem Verkippungsgebiet für Schlacke aus. Schlacke. Schlacke ist wahrscheinlich... Ja, mit dem Tool können wir... Ja, auch mit Rotate können wir alles machen. Ich verstehe. Ach, wir können damit sogar... Was verkippt wird? Es gibt viele Produkte, die verkippt werden können. Wenn Sie wissen möchten, ob ein Objekt verkippt werden kann, öffnen Sie Rezeptansicht F1 oder indem Sie das Symbol unten rechts klicken. Verkippungsmaterial? Okay, da sehe ich jetzt nur... Egal, wir lassen das erstmal. Aber wir können auch so gesehen neues Land damit erwirtschaften. Das ist natürlich völlig lost. So, wir müssen auch noch... Verkippen Sie Schlacke. Schlacke. Sind die denn dabei, auch Schlacke zu haben? Eisenerz und Erde haben wir momentan. Und eigentlich nur Eisenerz. Schlacke haben wir momentan gar nicht. Naja, und er hat halt hier Kupfererz, ne? Das ist halt richtig doof. Das werden wir jetzt erstmal entleeren, ansonsten stuckt der nämlich. Und das gleiche gilt natürlich auch hierfür. Wir haben Kupfererz 5 Stück hier am Start. Das werden wir leer machen. Das bringt uns erstmal nur Unglück, müssen wir dazu leider sagen. Okay, das heißt, wir produzieren weiterhin, sobald wir Fahrzeugteile haben. Das ist mechanische Teile, Konstruktionsteile. Fahrzeugteile bauen wir gar nicht, sehe ich gerade. Wir bauen nur mechanische Teile. Ah, deswegen bauen wir nichts. Okay, das heißt, ich brauche auch noch... Boah, Alter. Ich brauche auch noch ein weiteres Gebäude. Eine... Ah, hier, Kapitänsbüro. Ja, das machen wir gleich, das machen wir alles gleich. Wo sind denn jetzt die Gebäude, die uns... Dieselgenerator? Nein... Da, wir brauchen nochmal, ich weiß, es ist eigentlich zu viel verlangt, aber wir brauchen noch Fahrzeugteile. Ansonsten kriegen wir hier nicht noch mehr Fahrzeuge am Start. Von da aus ran an den Speck und weiter geht's. So, das Leuchtfeuer sollen wir auch schon bauen. Eisenerz. So, können wir jetzt Eisenerz lagern? Nö. Wir können Eisen lagern, aber kein Eisenerz. Und die sind wahrscheinlich alle voll? Ja. Interessant. Wie lagere ich denn Eisen? Brauche ich denn extra wirklich immer nur... Ich dachte, das kann dann aufgeschüppt werden, so nach dem Motto, ne? Irgendwie so. Bergbauverkippungsgebiet. So, warte mal. Ich kann ebnen, ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier drücke, beispielsweise, und ich sage, ich möchte jetzt hier
eine Anlegestelle haben, dann verkippt der das da rein. Finde ich lustig, von der Idee her. Absolut. So, das Leuchtfeuer, das bauen wir natürlich jetzt hier irgendwo. Keine Ahnung, irgendwo hier am Hafen oder was. So, irgendwo in der Nähe. Dass wir hier auch Progress reinkriegen. Weil wir haben viel zu viel, wie wir sehen. Wir haben, ja, viel zu viel Stuff. Und so viel Eisenerz verballern wir gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Die Abfallverkippung, ja, das haben wir ja schon gemacht. Das haben wir schon mal angesiedelt. Und wir hätten noch später dann auch noch eine Möglichkeit, den Abfall nochmal zu beseitigen. Warte auf Ankunft der ersten Flüchtlinge. Alles klar. Bauen Sie eine weitere Montage manuell, um Konstruktionsteile zu produzieren. Bauen Sie Stückgutlager und weisen Sie ihm Eisen zu. Ach, guck mal. Aber jetzt steht's doch da. Stücklager und Eisen. Ach, Eisen aber auch nur. Ja gut. Haben wir denn davon zu viel? Es wirkt jedenfalls nicht so. Ist jedenfalls mein erster Eindruck. Und ich würde ganz gerne dieses Gebäude trotzdem erstmal auf Fahrzeugteile lassen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Weil wir benötigen ja eigentlich auch noch viel mehr Eisen. Ich müsste nochmal so eine Anlage bauen, by the way. Wie ich finde. Den werden wir hier wahrscheinlich bald auch nicht mehr haben, oder? Doch. Ja, wir brauchen viel mehr Platz. Das ist der pure Wahnsinn, wie viel Platz man hier verballert, ey. Jasses. So, aber beide arbeiten mit beiden Rohstoffarten. Das finde ich schon mal ganz cool. So, Kartoffeln und Fahrzeugteile kriegen wir dafür. Dankeschön. Bauen Sie eine weitere Montage? Ja, das werden wir auch nochmal tun. Ich werde trotzdem hier nochmal... Ja, wir haben Konstruktionsteile, komm. Ich will ein bisschen was auf Lager haben. Es gibt nichts Schlimmeres als nicht keinen Stoff zu haben oder nicht lagern zu können. Genau wie Holz bei uns jetzt schon maximal ausgelastet ist, wohl bemerkt. Uff, es ist schon ein bisschen Pain in the Ass hier. So, Holz haben wir jetzt also auch noch mehr. Sehr schön. So, starke Auslastung zeigt an, wie hoch die Auslastung ihrer Lastwagen ist. Enthält, naja, okay, gut, wir haben ja auch momentan viel. Wir bauen aber auch wieder mehr Lastwagen. Das heißt, es sind auf jeden Fall immer wieder neuere unterwegs. Aber trotzdem, es reicht immer noch nicht, wohl bemerkt, wie wir sehen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Lastwagen. Okay. Ziegelproduktion könnten wir jetzt bald anfangen. Bauen Sie eine weitere Montage? Ja, das sollten wir vielleicht auch tun. Das Kapitänsbüro bauen wir vielleicht auch erstmal dahin. Nachrichtenzentrum, Förderstrecke, das ist immer noch die Rohrleitung. Wartungsdepot, das haben wir ja einmal gebaut. Lebensmittelabfall, Unterkünfte. Metall- und Verhüttung, Stromerzeugung. Wie schon gesagt, ich wie oft ich hier durchklicke, ne? So, das sind alles die Dinge. Holz ist... Sind die fix unterwegs, muss man sagen. Aber wir haben auch gut gelagert, by the way. Also, hier, Montage, manuell. Bauen wir gleich die nächste, weil es ist ja auch eine unserer Aufgaben. Und wir brauchen noch ein Stück Gutlager für... Wer hätte es gedacht? Für... Für die nächste Ressource. Ich sehe schon, es gibt später größere Lager. Ich werde mich jetzt schon ärgern, aber gut, das können wir ja alles umstrukturieren dann. Das ist alles nicht so das Problem. So, und hier müssen wir Konstruktionsteile lagern. Konstruktionsteile, okay. Haben wir auch erledigt. Und hier auch nochmal Konstruktionsteile. Das heißt, wir haben zweites, wir lagern dann Konstruktionsteile auch ein. Aber wir verbannern aber auch ordentlich Eisenplatten. Denn wenn ich das richtig gesehen habe,
Das sind Fahrzeugteile, das ist richtig, das ist wichtig. Hier ist Wartung drin. Wartung verballert mechanische Teile und Elektronik, die wir noch gar nicht produzieren. Hier sind noch Ziegel, die wir gar nicht selber produzieren, by the way. Also das heißt, das fällt uns gleich auch auf den Kopf, by the way. Deswegen bin ich gerade ein bisschen lost, dass ich hier so viel baue eigentlich. Vielleicht sollte ich das doch nicht so viel ausgeben. Aber Ziegel können wir ja handeln, wenn ich das richtig gesehen habe. So, Kapitänsbüro. Bevölkerungswachstum um 0,4% erhöhen. Lebensmittelverbrauch um 25% erhöht. Warum würde ich das denn haben? Gerade Sparer für Fahrzeuge. Das finde ich sinnvoll. So. Wir bauen nochmal zwei und ich würde sagen, wir handeln nochmal. Wir haben viel zu viel Holz. Wir kaufen mal ein bisschen ein. Weil wir produzieren ja auch. Und ich sollte auf jeden Fall die Ziegelproduktion jetzt doch mal so langsam forschen, weil das bezieht sich ja dann auch da drauf. Gut, das heißt, Stückgutlager, das wird jetzt erstmal gemacht. Ich würde aber trotzdem davon ausgehen, dass wir das hier nochmal erhöhen. Also unsere Produktion generell erstmal erhöhen. Das heißt, wir brauchen auch wieder eine Köhlerei, würde ich jetzt mal behaupten. Wir brauchen wieder einen Hochofen. Und wir brauchen wieder zwei Stück. Und verbinden diese natürlich wieder mit ich will nicht immer wieder Förderstrecke. Zack. Nee. Ja. Okay. Das heißt, das haben wir. Dann brauchen wir natürlich noch die Schornsteine. Ganz wichtig. Auch da bräuchten wir noch einen. Und dann haben wir die Produktion unserer Metallteile auf jeden Fall nochmal erhöht. Brauchen wir ja. Dringendst. Minus 1. Auch nochmal minus 1. Wo sehe ich denn dieses minus 1? Ach hier, da. Einigkeit. Im Monat. Wie kriege ich denn Einigkeit? Durch Handeln beispielsweise, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Durch Handeln kriegen wir... Kriegen wir das. Warte auf Metalllieferung. Ach, das ist das, was ich denen gesagt habe. Ja gut, das haben wir ja leider nicht. So, wir schicken den trotzdem nochmal, dass wir Ziegel jedenfalls haben. Ich glaube, das passiert ja so halbwegs automatisch. Denke ich? Ich weiß es nicht. So, die Ziegelproduktion könnte jetzt eigentlich schon fast reingehen. Bauen Sie Ziegelei und verbinden Sie es über Rohr mit Regenwassersammlung. Uiuiuiuiuiui. Okay. Ja, Konstruktionsteile haben wir momentan nicht, aber wir bauen welche. Und wir bauen auch da oben. Also wir sind momentan ein bisschen im Struggle in Bezug auf Bauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wir bauen auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass wir nicht bauen können. Sehr schön. Das ist auch erledigt. Das wird dann wiederum abgeholt. Okay. 61 Monate haben wir dafür noch. Die haben hier auf jeden Fall viel zu tun, wie man sieht. Also Eisenerz haben wir, können wir uns totschmeißen mit. Ja, und hier haben wir natürlich noch Lastwagen rumstehen, die gar nichts tun. Wir machen sie mal leer, weil dann haben wir ja noch zwei Stück, die was tun könnten. Irgendwo, ist ja egal wo, aber... So, das wird gebaut. Sehr gut. Okay, ich glaube, das
kommt so langsam ins Rollen, das Ganze. Wassergewinnung, Regenwassersammler. Mhm. Eieieiei. Wo stellen wir das denn hin? Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich würde es jetzt erstmal hier hinstellen. Vielleicht bauen wir davon gleich mal zwei Stück. Das klingt erstmal nicht verkehrt. Und unsere Bäume sind ja völlig lost. Hier. Macht mal weiter, Leute. Wir brauchen ein bisschen was. Wir brauchen wirklich eine ganze Menge. Ich würde das erstmal alles markieren. Weil spätestens, wenn die wieder beide ackern, haben wir hier auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Wahnsinn, was für ein Gewusel hier auch ist, ne? Also, okay. Du kannst auch wieder alles produzieren. Bin ich ganz offen und ehrlich. Also, ihr könnt alles nutzen, was wir haben. Wir haben aber auch nicht mehr so viel Eisenschrott. Sprich, Eisenschrott ist bald empty im Gelände. Das heißt, es wird eh dann wahrscheinlich eher noch auf das Eisenerz zurückgegriffen. Gut. Wir produzieren. Zu Genüge. Aber nicht genüg. Nicht genug ist auch schön. Nicht genug, so rum. Meine Güte. Okay. Ich glaube, da ist eine Forschung durchgegangen. Sehr schön. Als nächstes forschen wir... Fahrzeug. Ach du liebe Güte. Lager. Das klingt ja auch nicht verkehrt. Aber wir müssen einfache Dieselherstellung definitiv machen als nächstes, weil unser Diesel... Wir haben noch genügend. Also so ist es nicht, aber... So. Konstruktionsteile, ja. Gehen, bis wir die gelagert haben, das dauert noch ein bisschen, weil wir bauen und bauen und bauen und bauen und bauen. Das wird erstmal ein bisschen dauern. Wie kein Produkt zugewiesen. Ja, doch, doch. Ach, Materiallieferung. Ja, ja, okay. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch einen bauen. Weil hier ist so viel los. Guckt euch das mal an, ey. Unser Holzdepot ist auf jeden Fall, naja, nicht ganz leer. Ah, hieran erkenne ich, oh, wie viel drin ist. Verstehe. Wir haben Eisen ohne Ende. Sehe ich jetzt erst. Ach du liebe Güte. Konstruktionsteile. Oh, wir lagern jetzt. Nee, das ist was anderes gewesen. Schade. Ach, die grenzen trotzdem hier nur an und belagern auch... Also die müssen nicht direkt zum Gebäude fahren. Das war nämlich auch meine Hoffnung, die ich hatte, weil ansonsten hätte ich Probleme gehabt. So, die sammeln Regenwasser. Gut. Und verbinden sie es über ein Rohr mit Regenwassersammlung. Wir müssen jetzt aber auch noch eine Ziegelei bauen. Eine Ziegelei. Wo haben wir denn die? Hier. Die braucht Wasser. Wie wir hier sehen können. Das heißt... Ich knall das jetzt da an und auch hier an. Oh, Gottes Willen. Und verbinde das wiederum mit einer Rohrleitung miteinander. Okay. Sehr schön. Und wir brauchen natürlich wieder einen Schornstein. Wer hätte es gedacht? Wir machen also auch wieder Dreck. Sehr schön. Wir kriegen Holz und Elektronik. Das ist sehr gut. Und was verbrauchen die denn? Wir brauchen Erde, Kohle und Wasser. Wasser fördern wir jetzt ja nun. Kohle. Ja, produzieren wir. Ich bin mir aber nicht sicher, in welchem Maße wir Kohle jetzt im Übermaß haben. Wir verbrauchen hier 3. Wir produzieren 5. Okay. Also wir haben ein bisschen Kohle, so ist es nicht. Aber Erde muss ja auch geliefert werden, ne? So, Kohle ist drinne. Erde auch? Was fehlt denn jetzt noch? Erde, oder nicht?
Produzieren Sie 8 Ziegel. Was kommt denn da angefahren? Konstruktionsteile und Konstruktionsteile. Klingt immer wie so ein Händler, ne? Von Minecraft. Aber... Ach, die sind auch noch gar nicht verbunden. Alles klar. Das heißt, bis es da jetzt wirklich zur Produktionssache kommt, muss erstmal das Rohr hergestellt werden. Da, ja, jetzt wird es erst gebaut. Frachtwasser, alles klar. Der hat es denn. Ach so, die Fahrzeuge würden das auch liefern. Aber es macht keinen Sinn, das zu liefern, wenn wir auch direkt den Anschluss da dran haben. Okay, das heißt, es wird produziert. Leistungssteigerung. Mhm. Wir können also auch die Leistung nochmal steigern. So, aber produzieren. Tut's? Erstmal nicht, oder? Warte auf Produkte. Erde. Erde fehlt uns. Aber wir haben doch Erde. Versteht mich doch nicht falsch. Wer liefert denn jetzt Erde an? Pause. Kohle? Da kommt Erde mit. Nee, Erde wird... Doch, Erde wurde hier geliefert. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich hier jetzt es verbinden muss. Wisst ihr, was ich meine? Es dauert 40 Sekunden. Die Siedlung ist überfüllt. Das ist schon mal schlecht. Das heißt, da müssten wir jetzt nochmal was ranbauen. Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum die nicht produzieren. Warte auf Produkte. Prioritäten können wir hier einstellen. Wasser haben sie genüge? Oder müssen die mit einem Förderband jetzt irgendwo hingebracht werden? Ich mache mal einen Test. Komm, wir machen jetzt mal einfach mal einen ganz stupiden Test. Den würde ich jetzt noch mal gerne machen wollen. Ach, Flüssigkeitsspeicher. Okay. So. Ich mache jetzt einfach mal hier... So schön es ist, baue ich jetzt einfach mal hin. So, ist mir jetzt eine Wumpe. So, und ich verbinde jetzt, weil ich immer so schön alles... Aber das ist eine Rinne für eine Schmelze. Das macht keinen Sinn. Ich dachte, das wäre ein Förderband. Ah. Ich mache das jetzt einfach mal. Wir haben Kohle, wir haben Erde drinne, wir haben Wasser drinne. Und Abgas funktioniert nicht. So, hier haben wir Ziegel. Sie können spezialisiertes Bergwerk für Erde errichten, für den Fall, dass sie nicht genug davon haben. Nur für Erde. Wahnsinn. Aber wir haben ja Erde. So, das verstehe ich halt absolut gerade null. 100% Leistungssteigerung. Es ist alles an. Warum produzieren wir keine Ziegel? Vielleicht wisst ihr ja, warum wir keine Ziegel produzieren. Und ich würde sagen, dass ich dann erstmal... Ich gucke mir das hier zwar noch an. Sie können Förderstrecken aufteilen, zusammenführen. Ja, das konnte ich mir schon fast denken. Sie können dem Bauer eine Förderstrecke ebenfalls begehen, indem Sie den Mauszeiger über einen roten und grünen Pfeiler und Gebäude. Ja. Sie können Förderstrecken. Können unten geführt werden. Ah, okay. Ah, wir können auch sogar Brücken bauen. Verstehe. Man kann sie sogar verbinden miteinander. Okay.
Förderbänder, aber wir haben Förderbänder noch gar nicht geforscht, ne? Also, oder müssen wir das erst forschen? Förderbänder. Wo sehen wir das denn überhaupt? Generell mal Förderbänder. Da, Förderbänder. Flaches Förderband. Unterstützte Produkte. Ah, ich konnte es mir schon fast denken. Wir brauchen also erst das Förderband, um diese Ziegeldinger auch zu transportieren in ein entsprechendes Lager. Alles klar. Das heißt, wir benötigen, um das zu forschen, brauchen wir noch viele, viele andere Dinge erstmal. Wir brauchen das Lager, wir brauchen Kupferveredelung, wir brauchen die Schiffsdockreparatur und synthetisches Gummi, bevor wir hiermit fertig werden erstmal. Erforsche einfach diese Herstellung, würde ich sagen, ist dann in der nächsten Folge bei uns, denn unser nächster großer Schritt. Und würde sagen, pausieren Sie das Leuchtfeuer, um die Aufnahme von Flüchtlingen zu reduzieren. Machen wir ja erstmal pausieren, sonst kriegen wir wirklich zu viele Leute. Wie viel haben wir denn jetzt? 75 und unsere Nahrungsproduktion ist auch nicht so das Goldene von Ei. Egal, ich würde sagen, ich mache hier erstmal den Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, schreibt mir gerne in den Kommentaren, ja, was ich vielleicht zu beachten habe oder was auch eben nicht. Könnt mir gerne Tipps geben, falls ihr da auf jeden Fall auf dem Laufenden seid. Und in dem Sinne, bleibt gesund und munter, euer Capella.